Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind nochmal auf der Galgenberg vor dem Livestream, denn ich habe ja schon angekündigt, dem letzten Alteiche-Stream. Ich denke, wir machen noch einen schönen Livestream hier von der Galgenberg, bevor es irgendwann mal die neue Oberschwaben vom Yogi gibt. Ich fahre zum Schweinestall und das hat eine besondere Bewandtnis. Ich werde das Geheimnis gleich lüften, denn ihr habt mir ja in die Kommentare geschrieben, dass es von Fliegel einen Abschieber gibt und der uns die Sache hier etwas leichter machen soll beim Futter, beim Schweinefutter zum Schweinestall bringen. Und deswegen habe ich mir hier diesen Fliegel ASW256, ich glaube, so heißt die Kiste, besorgt. Und die werden wir jetzt gleich mal antesten. Und ja, ihr seht es jetzt auch hier schon, ist ein Mod. Und kleine Besonderheit oder kleine Fehler, ich habe hier diese variable Abdeckung hier dazu genommen, aber die scheint irgendwie einen kleinen Grafikfehler zu haben, in ganz spezieller Weise, wenn man dann da irgendwie, na ja, jetzt sieht man es, dann verschwindet die. Okay, dann nehmen wir das einfach mal so hin. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir mit diesem Anhänger dann auch wirklich hier sauber reinkommen. Ich werde ja hier diesen Grünstreifen oder diesen noch nicht Grünstreifen zu einem Grünstreifen machen hier auf unserem neuen Feld, damit wir dann hier besser wenden und einfahren können. So, das Besondere auch an diesem Anhänger ist, das habe ich auch erstmal ein bisschen antesten müssen. Und zwar, wir müssen erstmal hinten, wir müssen erstmal hinten aufklappen. So, jetzt muss ich aber die Hilfe erstmal wieder einschalten. Die Hilfe, wie war das? Klappe öffnen. Ja, weil sonst schiebt er nämlich gegen die Wand. Und das funktioniert dann eben nicht. Aber ich glaube, wir kommen hier mit dem ganz, ganz gut rein. Wenn ich eben ein bisschen besser rangieren könnte. So, dann wir schauen mal. Von der Höhe klappt es soweit. So, wir fahren ran, bis der Trigger sich meldet. Dann öffnen wir hier hinten die Klappe und dann können wir abladen. So, überladen starten. Wunderbar. Sehr schön, dann können wir das Ganze wieder schließen, die Klappe. Fahren wieder hier raus. Und können dann auch wieder die Plane drüber machen. Hervorragend. So, Mist, da müssen wir, glaube ich, oder? Sollen wir noch ein bisschen Mist? Ja, wir haben ja das Grundprinzip, keine Leerfahrt. Also fahren wir nochmal ran. Und dann schauen wir mal, ob das auch mit dem Mist klappt. Okay, sehr schön. 3300. Das passt schon. Dann fahren wir damit zum Hof und dann werden wir heute noch ein bisschen was tun im März, bevor wir dann in April gehen für den Livestream. Ich will also schauen, dass wir den März noch hier abarbeiten und dann am Samstagabend soll es Livestream geben von der Galgenberg und dann werden wir auf jeden Fall Mais aussehen und die Arbeiten für den April erledigen. Und wann das sein wird, weiß ich noch nicht genau, vielleicht 19 Uhr, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schaut einfach in die Community, schaut in die Beiträge, dort werde ich es natürlich wie immer frühzeitig posten, wann wir dann hier nochmal auf die Galgenberg gehen. Ansonsten natürlich Freitagabend, Alteiche im Stream, 20.30 Uhr, wie gewohnt. So, Dille, ansonsten haben wir hier auf der Map oder beziehungsweise heute im März noch ein bisschen was zu tun. Ich habe nämlich gesehen, beinahe hätte ich es nämlich verpasst, dass wir noch ein Feld haben zum Spritzen. Und zwar, ich glaube, war es der Roggen. Naja, also auf jeden Fall, wir müssen noch ein Feld spritzen. Dann möchte ich auf jeden Fall noch Zuckerrüben ausbringen. Und das habe ich mir nämlich auch gedacht, das haben wir hier auf dieser Map auch noch nicht, glaube ich, groß gemacht. Zuckerrüben, wir produzieren die zwar in unseren Freiluftgärten, so war es, glaube ich. Aber ich möchte auf jeden Fall hier auch mal mit Großgerät wieder unterwegs sein und deswegen werden wir ein Feld mit Zuckerrüben machen. Kartoffeln macht im Moment wenig Sinn. Die Zuckerrüben brauchen wir für unsere Schweinefutter, für das Schweinefutter. Witzigerweise hier mit Zuckerrüben. Ansonsten kenne ich das eigentlich ja immer mit der Mischung mit den Kartoffeln. So, wir schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen Mist mitnehmen können.
Ja, ein kleines bisschen ging was. Geht hier noch was? Ja, hier geht auch noch ein bisschen was. Dann bringen wir das nämlich auch weg. Und dann stellen wir hier diesen neuen Fliegel erstmal zur Seite. Denn neben Aussaat und neben Unkrautbekämpfung haben wir dann noch ein bisschen was anderes. Nämlich noch ein paar Silageballen in die BGA bringen. Sudele. Auch hier erstmal wieder, ich denke mal, man sieht es, wenn ich jetzt hier mal... Ah, interessant, jetzt macht er die Klappe automatisch auf. Aber er kippt nicht aus. Okay. Sehr schön. Natürlich macht er die Klappe nicht automatisch auf, sondern ich habe sie ja geöffnet. Aber man muss auf jeden Fall abkippen hinten. Kornschieber gibt's. Okay. Hier abladen. Ja, da macht er nämlich die Klappe nicht auf. Der schiebt zwar, aber er macht die Klappe nicht auf. Das ist schon sehr interessant. Okay, aber daran werden wir uns gewöhnen. So, Dele, jetzt müssen wir nochmal schauen. Abdeckung schließen. Dann werden wir den Kollegen jetzt erstmal hier einparken. Ja, da haben wir keinen Platz mehr, ne? Da steht die Drille. Okay, dann parken wir den einfach hier hinter dem Silo auf die grüne Wiese. Geht ja auch. Sehr schön. Und dann kümmern wir uns mal um die anderen Arbeiten, die noch zu tun sind. So, einmal diesen. Ach, der Blinker geht noch. So, Dille. Denn ich habe hier schon mal wieder unseren Lindner hier vorbereitet. Der muss aber noch Pflegebereifung bekommen. Ding, ding. So, Dille. Und Konfiguration und Radgewichte. Pflegebereifung ist die Wahl der Wahl. Oder die richtige Wahl in dem Fall. So, Dille. Ja, jetzt muss man wieder alles anhängen. Motor an. Genügend Material ist noch drin. Kommen wir hier drunter? Können wir hier wenden? Ach, wir müssen ja gar nicht. Der Kollege hat ja schließlich Allradlenkung und hat einen sehr, sehr kleinen Wendekreis. Ich liebe ihn. Tja, so ein Lindtrack sollte jeder auf seinem Hof haben. So, Dele. Dann fahren wir hier über unseren Wirtschaftsweg. Ja, Sonnenblumen sind ausgesät. Getreide haben wir ausgesät. Jetzt werden wir noch Zuckerrüben aussehen. Denn das können wir ja auch mit der Horsch. Da brauchen wir keine neue oder zusätzliche Saatmaschine, Drille für Kartoffeln. So, wie sieht's aus? Ah, schlecht sieht's aus. Ja, okay, bitte sehr. Also an diesen Verkehr werde ich mich nicht gewöhnen. So, wir müssen nach links. Das hätte ich echt beinahe verpennt hier, dass wir das Feld auf jeden Fall auch noch spritzen müssen. So. Okay. Und dann machen wir Folgendes. Einmal ausklappen, bitte. Oh, 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 ich glaube, das könnte knapp werden. Ups. Und los geht's. Ich liebe diese Spot-Spray-Technologie, muss ich ehrlich sagen. Also das ist mit das Beste an Precision Farming, finde ich. Dann fahren wir hier ein Vorgewende und dann lassen wir den hier so rüberfahren. Und dann können wir, da vorne steht nämlich schon der Horsch. Der Warrior mit der Horsch und dann können wir da auch schon mal anfangen. So, der Helfer müsste das jetzt eigentlich doch hoffentlich sauber machen. Und jetzt bitte links herum. Danke. Danke.
Ja, ich denke, das wird funktionieren. Wir schauen mal ganz kurz rein. Und zwar hier bei Unkraut. Sodele, ja, also hervorragend. Die Felder habe ich hier alle gemacht. Aber hier, das habe ich tatsächlich irgendwie verpennt. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, läuft. So haben wir noch ein bisschen was zu tun im März. Und jetzt schauen wir mal, wo steht er hier? Ja, und hier werden wir noch ein paar Silageballen in die BGA werfen, denn Silage bzw. Mischration haben wir jede Menge in unserem Futtermischer. Und dann werden wir hier erstmal das Material in die BGA werfen. Wir können übrigens auch Stroh in die BGA werfen. Das ist übrigens auch eine Option für die vielen, vielen Ballen, die wir da haben. Aber ich habe mal geschaut. Natürlich bringt Stroh wenig Strom, dafür aber jede Menge Gärreste und interessanterweise eben auch Methan. Also hier haben wir Stroh, ist witzigerweise auch ein anderes Symbol, weil es wohl heißt, eben überwiegend Gärreste und wenig Strom und Methan auch sehr viel. Das können wir dann auch verkaufen. Wie viel es dafür gibt, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es ein bisschen was dafür. So, hier steht er. Mit laufendem Motor. Wir haben bereits schon umgeschaltet auf Zuckerrüben. Und dann legen wir mal los. Denn dann machen wir hier ein schönes Zuckerrübenfeld. Und ich denke dann auch mit dem Vollernter, den wir uns dann nieten werden. Denn kaufen wird sich kaum rentieren. Können wir dann auch hier, haben wir genügend Platz zum Arbeiten, zum Ernten. So, hier mal ein bisschen großzügiger am Feldrand entlang. Ja, und wir haben anscheinend gut gedüngt, denn allzu viel Dünger muss nicht raus. Ah, doch, doch, man sieht's. Also Zuckerrüben brauchen jede Menge Dünger. 120 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Naja, okay, aber wir haben ja einen großen Tank. Das sollte hier mit der Horsch kein Problem sein. Dann machen wir hier wieder einmal um die Kurve rum. Ich bin gerade am Überlegen, wieso ist eigentlich am Rand entlang kein Unkraut. Stopp. Was haben wir denn da gemacht? Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Und um auf die Oberschwaben zurückzukommen. Also, sie ist sozusagen in den letzten Tests. Und wir gehen mal davon aus, der Yogi hat die auch mittlerweile verteilt an verschiedene andere Kollegen, die da jetzt auch Videos drüber machen. Also es gab schon eins vom Sachsen Let's Player. Und der Homer müsste eins machen, der Agrarplay, da warten wir mal drauf. Und die Burning Gamers. So. Sehr schön, da haben wir ja die Felder ordentlich begradigt, damit das alles ein bisschen geschmeidiger läuft. Ja, und um auf die Oberschwaben zurückzukommen, also ich denke, die wird jetzt demnächst eingereicht. Und in wenigen Wochen, hoffe ich doch, kommt die Oberschwaben. Und dann werden wir hier natürlich auf dem Kanal auch die Oberschwaben zocken vom guten Yogi. So, das scheint zu funktionieren. Ich glaube, den können wir hier so schicken, damit er auf jeden Fall mal die ersten Bahnen hier macht. Aber wir werfen immer ein Auge. Ja, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie das da aussieht mit dem Verkehr. Ich bin da am Überlegen. Ja, ja, wir sehen schon, die Autos halten, weil der jetzt doch hier kräftig ausholt. Ja, wir müssen bestimmt zur Straße hin nochmal ein Vorgewende machen.
sehr schön. 9 Meter Arbeitsbreite. Also die Horsch hier, die schafft was weg. Die Maestro 1275 SW. So, dann schauen wir mal, wie weit er hier mit dem Unkraut ist. Der Lindtrack, da müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Okay, da oben fehlt auch noch was. Alles klärchen. So, das müsste es auf dieser Seite gewesen sein. Oder haben wir da drüben noch was? Ich weiß es nicht. Wir schauen noch gleich mal auf die Karte. So. Ich denke, das müsste es gewesen sein. Einmal auf die Karte, bitte. Okay, da ist rot. Da müsste eigentlich theoretisch, was ist das? Gepflügt werden, ne? Aber hier haben wir, glaube ich, noch ein Stückel. Aber... Ah ja, man sieht's, okay. Ja, das ist so eine ganz komische Ecke, die er hier noch mit erwischt hat. Was macht er da drüben? So, das macht er gar nicht weg, oder wie? Aha, interessant. Tja, er scheint drüber zu spritzen, aber es verschwindet nicht, was auch immer. Oder das ist Gras, das ist gar kein Unkraut. Egal, wir packen ein. Wir packen ein, bringen das Gerät wieder zurück zum Hof. Und dann haben wir die Schweinchen gefüttert. Wir haben auf jeden Fall das Feld hier jetzt, das Unkraut bekämpft. Die Horsch ist unterwegs. So, das passt. Die Horsch ist unterwegs und jetzt werden wir noch ein paar Silageballen verarbeiten. Aber erstmal schauen, was die Horsch macht. Ob wir da noch ein Vorgewinde an der Straße brauchen. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist ein versteckter Stein. Den hat der Yogi hier ordentlich reingepackt, beziehungsweise dann noch ein bisschen Gebüsch drumrum, damit man auch ja nichts sieht. Dann mal zurück zum Hof mit unserem Lindtrack. Jo, das Ganze stellen wir dann wieder unter, neben den Futtermixer, zu dem ich ja auch einige Fragen, zu dem einige Fragen eingetroffen sind bezüglich, was man da einwerfen kann, muss oder soll. Also den Mixer haben wir ja am Anfang auch natürlich logischerweise verwendet, da wir hier keinen Silo King oder ähnliches hatten auf dem Hof. Den habe ich ja gleich verkauft. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der war tatsächlich in der Erstausstattung mit dabei, aber den haben wir ja dann nicht gebraucht. Ups. Nee, hinten. So. Zack. So, und da das Ganze ja eine Produktion ist, braucht man, und da gibt es diese verschiedenen Mischformen, und natürlich hier eben auch mit Luzerne und Klee. Man kann hier mit Klee Heu, man kann mit Klee Silage arbeiten, die wir ja dann herstellt in der Heutrocknung, und zwar hier. In der Heutrocknung bei den Kühen im Kuhstall. Und dann kann man die hier eben die entsprechenden Mischrationen machen. Klassisch natürlich mit Stroh, mit Heu, mit Silage und Mineralfutter. Und entweder Mineralfutter oder Getreideschrot. Also das muss auf jeden Fall hier immer mit rein. Das braucht man nicht unbedingt, wenn man mit dem Silo King arbeitet. Da sollte man zwar auch mit Mineralfutter arbeiten, aber ich glaube, der eine oder andere hat es schon bemerkt, dass es auch ohne geht und dass man dann trotzdem eine Mischration hat. Aber hier beim Futtermischer, der ja eine Produktion
ist, da ist es Pflicht, dass man eben entweder Mineralfutter oder Getreidestroh reinmacht. Ansonsten kann man alles andere, Stroh ist eigentlich auch immer gesetzt, aber zwischen Silage und Heu, da kann man natürlich dann mischen, ob man eben Kleesilage verwendet, Kleeheu und so weiter und so fort, um seine Mischration zu bekommen. So, das dazu. Jetzt schauen wir mal. Ja, dachte ich mir doch, dass wir da auf jeden Fall noch ein Vorgewände brauchen. Jep. So, das machen wir. Das machen wir schnell. Und dann fahren wir hier noch ein kleines Vorgewände. Ja, das Feld ist halt auch nicht gerade besonders helferfreundlich. Also hier müssen wir auch immer selber ein bisschen Hand anlegen. Nachkontrollieren. Aber die Ertragswerte sind halt hier wirklich mit am besten. Das ist fast das beste Feld hier auf der ganzen Map. Und deswegen hatten wir ja auch schon mal überlegt, ob wir auf dieses Feld verzichten sollen. Aber wir nehmen es trotzdem. Müssen wir halt, wie gesagt, ein bisschen selbst hier arbeiten. So, dann fahren wir jetzt einmal hier rum. Der Deutz baut auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Maschinenwartung, das sehe ich schon. So, dann schauen wir mal, ob jetzt der Helfer da vorne es besser hinbekommt. Ja, es sind sowieso nur noch 2 oder 3 Bahnen, dann lohnt es sich gar nicht mehr in die Richtung. Aber in der Zwischenzeit können wir noch ein paar Ballen ins, in die BGA werfen. So, wo steht er denn? Da ist er. Dann müssen wir aber erstmal hier wieder die Folie runternehmen. Okay. Und mein geliebter Manitou. Ja, das kriegt er schon gewuppt. Das sind 11.000. 11.000 Kilo, aber das kriegt er gewuppt. Vorsichtig, sachte, sachte. Ja, nochmal ein bisschen anheben, noch ein bisschen zurück. Ja, die fallen nicht rein, okay. Dann müssen wir es doch so machen, Augenblick. Ja, ich glaube, die Ballen sind zu groß. So, Dele, aber jetzt bist du weg. Sehr gut. Dann schmeißen wir hier die Produktion an. Silage und ab die Post.
Und ich denke, mit dem nächsten Ball machen wir uns das doch das Leben etwas leichter, weil so kriegen wir die ja nicht rein. Okay. Ja, da verkeilen sie sich ein bisschen, aber das ist kein Problem. So, dann bringen wir die Perlen jetzt auch noch in die BGA und dann soll es das auch schon wieder für diese Folge gewesen sein von der Galgenberg. Also, wieder mal einiges geschafft. Wir werden den März hier zu Ende bringen und dann, wie gesagt, schaut in die Community, schaut in die Beiträge. Dort werde ich dann posten, wann, um wie viel Uhr wir starten am Samstag. Diesen Samstag geht es auf jeden Fall nochmal live auf die Galgenberg und wechseln die Ballen. Sehr schön, wunderbar. Dann geht es hier nämlich nochmal live auf die Galgenberg und wir werden hier jetzt mal ein bisschen nochmal im April-Action haben mit Aussaat von Mais und dann schauen wir mal, was sonst noch alles zu tun ist. Mit Sicherheit sind die Tierchen zu füttern und mit Sicherheit gibt es auch wieder einen Grasschnitt. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns vielleicht, ich denke doch, ich hoffe doch, im Livestream. Also, bis die Tage. Ich sage Tschüss, Cheerio, euer Baden-Farmer.